Oh Gott, fix und fertig. Guten Morgen, lalala. Ich bin aufgewacht, ich habe mir gut geschlafen, wieder meine wundervollen 9 Stunden. Und will jetzt, bevor ich Kaffee trinke, bevor ich Frühstück mache, bevor der Tag beginnt, den Bobby schnappen und zum Strand. Mein Morgenspaziergang schön absolviert und jetzt haben wir lecker Frühstück gemacht. Boris ist mit mir, er kaut auf irgendeinen Knochen rum und ich habe mir hier einen Kaffee gemacht, ein Müsli und ein Avocado-Brot. Und jetzt sitze ich hier und genieße die Hammer-Aussicht. Ich habe mir übrigens beim Spazierengehen ein bisschen Gedanken gemacht, warum ich das eigentlich hier so toll finde. Das wollte ich euch auch nochmal erzählen. Ich habe wieder ein geiles Blöschchen mit meinen, Gott, dieser Name, Lifeguards. Lifeguards auf Deutsch übersetzt. Es fällt mir aber nicht ein. Naja, die haben mir noch ein paar echt geile Insider-Tipps aus der Region gegeben. Ein Wasserfall und eine Höhle, die ich auch demnächst noch auschecken will. Oh Gott, es gibt noch so viel zu tun. Ich muss gleich so mal anfangen, ein bisschen hier die Gegend zu erkunden. Ich bin gut angekommen, Surfen läuft. Und jetzt muss ich echt mal ein bisschen Insider-Tipps durchsammeln. Ich habe mir zum Frühstück mit hingesetzt und habe ein bisschen gearbeitet. Hier ist jetzt endlich mal Ruhe, wenn ich alleine bin. Bin echt gut vorangekommen, aber das Internet geht immer noch nicht. Deswegen gehe ich jetzt ins Osago nach Monteclerico. Diesmal laufe ich, nehme nicht das Auto, ich laufe mal runter. Vorher gehe ich noch mit dem Bobsi weg und dann setze ich mich da ein bisschen rein, esse was und hoffe, dass ich ein paar Sachen da noch geschissen bekomme. Voll nett. Also ich saß jetzt wieder 2 Stunden, habe sehr angenehm gearbeitet. Ich sag's ja, mit so einem Schokokuchen und dieser Aussicht arbeitet sich sehr gut. Und dann bin ich gerade an meiner Surfschule vorbeigelaufen und habe halt erzählt, dass ich gerade vom Arbeiten da komme. Dann hat die mir gleich ihr Passwort gegeben. Ich kann mich auch gerne mal da hinsetzen und Bretter vermieten und im Internet rumsurfen. Oh, die sind so nett. Und jetzt versuche ich endlich mal diesen Weg hier hochzugehen. Der soll angeblich schneller als der Straßenweg sein, aber ich habe mich noch nie getraut. Naja, auf zu neuen Wegen, sage ich dir. Ah, es ist voll heiß, dieser Sand. Ah, obwohl ich Schuhe anhabe, kommt da mal Sand rein. Oh Gott, ich bin schon fertig. Ich gehe diesen Weg nie wieder. Ich verbrenne mir hier voll die Füße. Weil es einfach irgendwie so rutschig ist und die ganze Zeit Sand in meine Schuhe geht und der ist so heiß. Oh, scheiße, ey. Stadt in Sicht. Ich hab's geschafft, ey. Boah, bin ich fertig. Das war wieder eine super Idee. Ich habe 150.000 mehr Schürfwunden am Bein. Ich möchte meine Antwort revidieren. Wenn der Weg gut ist, sollte man einfach immer den gleichen gehen. Es müssen nicht immer neue Wege sein. So, Leute, ich bin auf Mission, auf Fotomission. Es ist echt... Also heute früh, als ich mit diesen Lifeguards geredet habe und die haben mir 1000 Stellen gesagt, die ich in 4 Wochen noch nicht entdeckt habe. Das entspricht überhaupt nicht mehr naturell. Ich entdecke alles sofort. Habe ich mir heute wieder mal vorgenommen, endlich mich auf den Weg zu machen. Und ich fahre jetzt ein bisschen die Küste entlang und mache ein paar geile Fotos, während die Sonne untergeht. Und das ist so geil. Ich habe mir gerade schon das Feuer von dem coolen Typen da geklaut. Das sieht so schön aus. Der sitzt so auf seinem Stuhl mit dem Feuer. Träumle. Krass geilen Strand entdeckt. Voll einsam. Da kommen wir echt nur hin, wenn App ist. Bisschen außer Atem, 360 Grad Kamera, nämlich einfach mal den Hügel runtergerollt. Holy shit, das war eine Kletteraktion. Ich bin völlig staubig überall. Jetzt geht's heim. Jetzt mache ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Sommerrollen selber. Wow, ich bin total begeistert, wie das funktioniert. Man muss diese ganz harten Reisblätter, das ist mir leider schon gebrochen, kurz ins Wasser legen. Und dann kann man da so geile Rollen draus machen. Ich habe mir so oft bestellt, ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Hier habe ich einfach Gemüse geschnippelt, was halt alles so da war. Und dann habe ich mir noch mit Essig und Erdnussbutter eine Soße gemacht. Und das ist jetzt mein Abendessen, das ist schon voll spät. Morgen muss ich früh raus.
Aber egal. Ja, ich werde es jetzt noch zu mir nehmen und dann werde ich das essen. Dann werde ich noch ein bisschen mein Buch weiterlesen. Ich lese gerade 1 Million Minuten. Das ist total schön. Das gefällt mir immer besser. Und habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, freue mich über Kommentare zu diesem Vlog. Oder dass ihr mich abonniert. Oder dass ihr mir einen Daumen hoch gebt. Freue ich mich. Und in seine sagen wir zwei bis morgen. Tschüssi und Baba.